Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten eine Bode-Aufgabe. Und zwar, wir haben folgendes Netzwerk gegeben, hier LR, Operationsverstärker und CR, das ist der Ausgang, das ist der Eingang. Und wir sollen dieses komplette Gebilde hier als im, in der normierten Bode-Normalform hier so bringen in dieser Konstellation. Und das soll man aus diesem Schaltplan hier diese Form aufstellen. So, jetzt, wie geht das? Sieht ja erstmal relativ schwierig aus, hier irgendwie viel so passive Bauelemente und Operationsverstärker noch drin. Wie fange ich da am besten an? Und durch das, dass hier dieser Operationsverstärker drin ist, kann ich mir einmal dieses Netzwerk betrachten und einmal dieses Netzwerk. Also geht aber nur, wenn hier das getrennt ist mit einem sogenannten Operationsverstärker. So, und durch das, durch diese Trennung, diese Übertragungsfunktion sieht dann so aus. R, E. Ah, jetzt kommt total falsch. Das ist ein L, das ist ein R. Und jetzt habe ich hier ein UA, hier ein UE. So, einmal habe ich diese Übertragungsfunktion zu berechnen. Ist ja dann wieder relativ easy. Und einmal diese Übertragungsfunktion. Hier ein R, hier ein C und zack, zack. Hier ein UA und hier ein UE. Das ist jetzt hier mal UA1, UAE, E1. So, und jetzt kann ich hier die einzelnen Übertragungsfunktionen ausrechnen und dann einfach per Malzeichen Multiplikation zusammenfügen. Also, Übertragungsfunktion von dieser für diesen LR-Glied ist ja so, welche Spannung liegt am R an? Das ist R. Welche Spannung liegt am Eingang an? Es ist Omega L, also J Omega L plus R. Da brauche ich es noch in irgendeiner normierten Form. Also geteilt durch R, dann habe ich hier 1 durch 1 plus Omega L R. Also diese beiden hier noch vertauscht. So, dann habe ich diese Form, jetzt brauche ich diese Form. Hier, wo liegt UA? Wo liegt UA an? Liegt am R an, wo liegt hier mein UE1 an? Das liegt am 1 durch J Omega C an und am R. So, jetzt, wenn ich diese Übertragungsfunktion habe, wieder normieren. Omega C mal Omega C. Dann habe ich hier J Omega C R durch 1 plus J Omega CR. So, dann habe ich jetzt diese Form und jetzt diese Form und jetzt kann ich diese einfach per Multiplikationszeichen wegen dem Operationsverstärker hier zusammenfassen. Dann komme ich auf folgende Form. So, und zwar komme ich dann auf J Omega CR durch 1 plus J, das ist das, Omega L R, das ist das erste, mal, ne, jetzt habe ich hier, also das hier ist das erste, dieser Block hier, und das, der Block hier, der kommt jetzt, dieser Block, J Omega C R mal 1 plus J Omega C R, das hier ist ein L, das ist ein C, nicht, dass wir hier durcheinander kommen. So, und jetzt habe ich hier schon diese Form. Und jetzt muss ich hier noch diese Form schaffen. Das bedeutet, ich muss jetzt hier nochmal normieren. Und ich muss jetzt normieren, dass dieses CR, seht ihr hier, das ist hier nicht da, aber hier ist ein Omega 1. Und jetzt muss ich sagen, okay, Omega 1, also sprich 1 durch Omega 1, weil es ist ja hier im Nenner, soll CR sein. So läuft das ab mit der Normierung. Soll CR sein, dann kann ich noch sagen, okay, Omega 1 ist dann 1 durch CR. Und dann darf ich hier schreiben, okay, CR, zack, ist dann 1 durch Omega. Und hier brauche ich dann auch noch, hier das CR haben wir hier schon. Und hier muss ich noch schreiben, okay, 1 durch Omega 2 ist dann L durch R. Und wenn ich das so schreibe, kann ich das einsetzen. Und dann erhalte ich, jetzt mache ich hier wieder weiter, ich hoffe, jetzt geht es noch hin, platzmäßig. Sehen tut das noch, ja.
Dann habe ich hier auf Omega J Omega durch Omega 1 und hier 1 plus J Omega Omega 2 mal 1 plus J Omega durch, jetzt müsste ich hier wieder Omega 1 schreiben, aber jetzt sage ich, okay, Omega 3 ist gleich Omega 1. Ein richtiger billiger Trick. Dann kann ich hier Omega 3 schreiben. Und ihr seht, aha, das ist jetzt dieses, was mein Ziel war. Jetzt habe ich es erreicht. Jetzt bin ich happy. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.